Jesus Christus spricht in Johannes 14 zu den Seinen, die ja doch etwas verzagt waren, wie auch viele Gläubige in unserer Zeit. In Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, dass er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch um ein kleines, so wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Und im 15. Kapitel, Vers 26 und 27 spricht der Herr, wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Und ihr werdet auch Zeugen, denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen. Gott verlässt die Seinen nicht. Wir haben am vergangenen Donnerstag daran gedacht, dass Jesus Christus gen Himmel gefahren ist für uns, das Tor zur Ewigkeit geöffnet hat, als Vorläufer an den Platz gegangen ist, wo wir einst hinkommen dürfen. Der Herr hat versprochen, uns dahin zu nehmen bei seiner Wiederkunft. Er hat versprochen, einen Platz für uns dort zu bereiten, den wir, wenn wir an ihn glauben und den anderen Tröster empfangen haben, einnehmen dürfen. Wir stellen uns vor, wie es den Jüngern zumute war, als Jesus gen Himmel fuhr und sie ihn nicht mehr sahen. Sie waren allein. So geht es uns oftmals auch. Wir fühlen uns allein. Wo ist denn Gott? Wo ist denn seine Hilfe? Wir sehen ihn nicht. Wir können ihn nicht mehr anfassen. So hätten auch die Jünger denken können. Aber sie bekamen drei Zusprüche während der Himmelfahrt Jesu. Am Ende des Lukas-Evangeliums steht, als Jesus gen Himmel fuhr, segnete er sie. Er wusste, was er vorhat mit den Seinen, dass er sie beschenken möchte mit der Gabe aus dem Himmel, mit dem Heiligen Geist. Er segnete sie, dass sie festblieben bis auf den Tag, wo sie diesen Geist Gottes empfangen würden. Und am Ende des Markus-Evangeliums kommt auch ein Trost bei der Himmelfahrt hervor. Da steht geschrieben, dass er sich setzte zur Rechten des Vaters. An den Platz, von dem wir lesen in der Schrift, dass er für uns bittet, dass er für uns einsteht, dass er unsere Anliegen vor dem Vater ausbreitet, mit der Bitte, sie zu erfüllen. Und als drittes, in der Apostelgeschichte, nachdem Jesus gen Himmel fuhr und vor den Augen der Jünger weggenommen wurde, sprachen die dort stehenden Engel, er wird wiederkommen. Er segnet euch, er vertritt euch beim Vater und er kommt wieder, damit ihr die Versprechen, die er euch gegeben hat, einlösen kann und ihr sie erleben könnt. Aber in der Zwischenzeit, was machen wir da? Sind wir allein? Auf uns gestellt? Die Wartezeit der Jünger war sicher eine schwere Zeit.
bis Pfingsten eintrat, bis sie diesen anderen Tröster, den Jesus verheißen hat, empfingen. Jesus wollte sagen, ich lasse euch nicht allein. Ihr werdet nicht wie Waisenkinder in dieser Welt sein müssen, sondern ihr bekommt den anderen Tröster. Auch wir, die wir vom Himmelfahrtstag herkommen, sollen stets in der Erwartung stehen, von diesem anderen Tröster beseelt zu werden. Und die, die diesen anderen Tröster schon empfangen haben, und ich hoffe, dass es alle sind, sollen sich darauf stützen, denn dieser Tröster hat eine Aufgabe, die er in uns erfüllen will, die er uns zum Segen auch für andere ausbreiten möchte. Der andere Tröster soll dich und mich erreichen und immer wieder ermutigen. Er soll uns begleiten, wie Jesus sagt, er soll bei uns bleiben ewiglich. Er soll uns begleiten durch diese Zeit, wo wir unseren Heiland nicht sichtbar mit unseren Augen sehen. Er soll uns unseren Heiland so verklären, als ob wir ihn sehen. Die Frage nach der Aufrichtung des Reiches Gottes in Israel wurde nicht den Jüngern beantwortet. Aber es wurde gesagt, es wird geschehen. Die Zeit wisst ihr nicht, aber es kommt die Zeit der Wiederkunft des Herrn. Und ihr werdet ihn sehen mit euren Augen. Und alle, die vorab schon in die Ewigkeit gerufen werden und hier durch den Tröster, durch die Zeit geführt worden sind, sollen ihren Erlöser in Herrlichkeit sehen. Liebe Geschwister, es ist doch die persönliche Frage, ob wir uns darauf freuen. Ob wir uns täglich darauf freuen. Jesus verklärt zu bekommen in unserem Herzen und ihn sehen zu dürfen, wie er ist, wenn er uns in sein Reich einführt. Bis dahin soll die Gemeinde weltweit gesammelt werden, sonderlich unter den Heiden, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist und dann auch der Überrest Israels zur Seligkeit durchdringt. Wie es der Apostel Paulus im Römerbrief schrieb, er hat es ja bewusst auch an die Heiden geschrieben, weil die Heiden ja meistens sehr vermessen sind. Nicht? Jetzt bin ich dran, die anderen nicht mehr. Abgeschrieben. Jetzt sind wir dran. Das war bereits schon im ersten Jahrhundert nach Christus so. Da fingen die Heiden schon so an zu reden. Auch in Rom. Ja, die Juden, wir haben keine Chance mehr. Nein, nein, die sind ja verworfen. Jetzt bin ich dran. Aber Paulus sagt, Vorsicht, Vorsicht. Wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist, dann wendet sich auch Gott wieder zu dem Überrest seines Volkes, auf das ganz Israel selig werde. Es soll uns also stets die Wahrheit des Lebens mit Gott groß gemacht werden durch den anderen Tröster. Ich hoffe, dass das jeder, der den Tröster empfangen hat, versteht. Was soll in deinem, in meinem Leben immer wieder groß werden, jeden Tag? Es soll groß werden, dass all deine und meine Schuld getilgt worden ist. Vorstellen können wir uns das wenig. Aber im Glauben dürfen wir es erfassen. Unsere Schuld ist durch das Kreuz Christi bezahlt. Sein Blut tilgte alles aus, was uns trennte vom himmlischen Vater. Die Frage, freue ich mich noch darüber? Freust du dich darüber? Der Heilige Geist in dir will es jeden Tag deutlich machen, dass es so ist. Und du sollst Danke sagen.
Der andere Tröster will auch zeigen, dass wir jetzt ganz gerecht vor dem himmlischen Vater stehen dürfen, dass wir gerechtfertigt sind und einen Fürsprecher bei dem Vater haben, Christus Jesus. Der andere Tröster will uns auch zeigen, dass wir ewige Geborgenheit in ihm, in Gott haben. Er will uns deutlich machen, dass wir wohl hier in der Fremde leben, aber diese Fremde, diese arge Welt überwunden worden ist von dem Herrn. Johannes schreibt so in seinem ersten Brief im letzten Kapitel: Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt ist im Argen. Wir sind von Gott, aber die ganze Welt ist im Bösen, im Argen. Also hier wird der Gegensatz deutlich aufgezeigt, wer die Kinder Gottes sind und was das Wesen dieser Welt ist. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, dass wir erkennen den Wahrhaftigen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der andere Tröster will uns zeigen, darum sollen wir ihn empfangen, so wir ihn noch nicht empfangen haben. Und die ihn empfangen haben, sollen sich das aufzeigen lassen, dass sie eine ewige Heimat im Himmel haben. Und dass sie unterrichtet werden dürfen über das, was vor ihnen liegt. So ganz einfach hat es der Herr Jesus in Johannes 16 gesagt. Wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch leiten in alles, was wahr ist. In alles, was wahr ist. Er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verklären, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Kann der andere Tröster das in dir, in mir noch aufzeigen? Tröstet er uns wahrlich? Trost brauchen wir ja alle. Aber von wem lassen wir uns trösten? Durch was lassen wir uns trösten? Nehmen wir den menschlichen Trost an? Den Situationstrost, dass es uns vielleicht gut geht? Dass uns aus schwierigen Situationen wieder geholfen wurde? Oder den Trost des Trösters? Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus. Und der Heilige Geist, der ein anderer Tröster, von dem Jesus spricht, den er geben wollte den Jüngern, die da warteten in Jerusalem, dass das endlich auch geschieht, der vertritt uns auch mit unaussprechlichem Seufzen vor dem Thron Gottes. Auch hier hat der Apostel Paulus diese wichtige Erfahrung gemacht und gibt sie der Gemeinde weiter und sagt doch in Römer 8, der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Nicht wir helfen uns auf. Keiner hilft uns, wenn es um geistliche Dinge geht, um das Leben mit Gott auf, sondern nur der Tröster. Wir wissen noch nicht mal, wie wir und was wir beten sollen, so wie es sich gebührt, welche Heiligkeit wir haben sollten. Das alles weiß der Geist, der Tröster. Er vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Und der die Herzen erforscht, der weiß, was des Geistes Sinn sei, denn er vertritt die Heiligen nach dem, was Gott gefällt. Wir verspüren, dass die Jünger aufgrund der ganzen Verheißung dieses Verlangen hatten, diesen Tröster zu bekommen.
Wir brauchen ihn. Wir brauchen die Wegweisung. Wir brauchen jemand, der uns vertritt vor dem himmlischen Vater, den wir nicht sehen. Wir brauchen diesen Zuspruch. Wir können auch so sagen, um als ein Kind Gottes in dieser Welt leben und handeln zu können, brauchen wir den Tröster. Es ist anders gar nicht möglich. Ein zweites: Wer kann denn diesen Tröster überhaupt empfangen? Jesus Christus selbst wies in Johannes 3 den Nikodemus darauf hin: Du musst von neuem geboren werden. Sonst hast du in Zukunft überhaupt keinen Trost. Du bleibst leer. Du kannst mit deinem Kopf vielleicht dir irgendwie vorstellen, was Christentum sein könnte, aber du weißt es nicht. Du erlebst es nicht. Du musst von neuem geboren werden. Empfangen kann der den Tröster, der Jesus Christus glaubt und vertraut. Glaubt, dass er dieses Werk der Heilung der Seele durch Golgatha vollbracht hat. Glaubt, dass er ein Sünder, der Mensch ein Sünder war und Sündenvergebung nötig hatte. Derjenige, der sich von eigener Frömmigkeit lösen lässt. Wir wissen durch die Heilige Schrift, dass es viele gab und gibt, die ihre eigene Frömmigkeit sich aufgebaut haben. Wollten sie nicht preisgeben? Nein, nein, sie haben ihre Vorstellung, so hat das zu sein und so bin ich gut. Aber wer seine eigene Frömmigkeit preisgibt, der ist bereit, den anderen Tröster, das neue Leben zu empfangen. Wer dankbar ist dafür, dass Jesus für ihn in den Riss getreten ist, weil er von selber überhaupt nichts regeln konnte in seinem Leben. Er konnte sich nicht besser machen. Er konnte sich nicht so darstellen, dass Gott Gefallen an ihm hätte. Wer das erkennt und dankbar ist, da sagt der Herr Jesus auch im Johannesevangelium: Zu dem komme ich. Dem will ich mich offenbaren, bei dem mache ich Wohnung durch den anderen Tröster. Andernfalls, was kann ein Mensch einem Menschen geben? In einem Beispiel war es so geschildert, dass Menschen wohl oft, auch religiöse Menschen, nur moralisieren, dem anderen immer nette Worte zum guten Leben sagen können. Aber Leben können sie nicht geben. Und da habe ich von einem Bild gelesen, dass Männer beschäftigt waren, Rettungsmänner, zwei Leichen aus einem See zu fischen. Sie versuchten es in unterschiedlicher Weise, um sie an Land ziehen zu können. Es ist ja eine Arbeit, eine Notwendigkeit, eine humanistische Sache, nicht die Leiche dort im Wasser schwimmen zu lassen, die Menschen herauszuholen. Aber nachdem sie sie am Lande hatten, was konnten sie noch für sie tun? Sie konnten sie anständig beerdigen. Das war alles. Aber Leben konnten sie nicht wiedergeben. Und so ist es, wenn wir nicht von dem Tröster, den Gott gibt, gespeist werden, dann können wir den anderen bestenfalls beerdigen. Aber Leben nicht geben. Wir brauchen den Tröster. Diese Erneuerung ist wichtig für jeden Einzelnen. Die Welt, das heißt, die in ihrem Eigenwillen und in ihrer Unbußfertigkeit über die Sünden beharren wollen, können, so sagt Jesus, den Geist nicht empfangen.
Sie können ihn nicht empfangen. Sie bleiben stecken in dem Versuch, leben zu wollen. Die Jünger sollten nicht stecken bleiben in einem Versuch, sich selbst in einem religiösen Leben zu betätigen. Zunächst war der Versuch ja da, wir wissen, nach der Auferstehung Jesu gingen die Jünger an den See Genezareth und wollten in den alten Beruf zurückgehen, als Fischer. Petrus sagt, ich will hingehen, fischen. Ja, wir kommen mit, denn wir wissen nicht, was wir sonst machen sollen. Wie geht denn das in dem Glauben weiter? Aber Jesus sagte ihnen nachher, bleibt zu Jerusalem, geht nicht weg. Bleibt, ihr braucht den Tröster. Nur ihr könnt ihn empfangen, die Welt kann ihn nicht empfangen. Denn die, die in ihrer Eigenwilligkeit und Eigenfrömmigkeit, Unbußfertigkeit bleiben, laufen der ewigen Verdammnis entgegen. Wir werden also zwischen diesen Festen ganz neu gefragt, Himmelfahrt und Pfingsten, sind wir bereit, den Heiligen Geist zu empfangen? Oder die andere Frage, haben wir ihn empfangen? Als der Apostel Paulus auf seiner Missionsreise wieder mal durch Ephesus kam, da traf er 12 Männer. 12 Männer, die er Jünger nannte, und stellte ihnen eine Frage, wahrscheinlich nachdem er sich ein wenig mit ihnen unterhalten hat und merkte, sie haben den Heiligen Geist nicht empfangen. Und er stellte die Frage, habt ihr denn den anderen Tröster empfangen, als ihr gläubig wurdet? Nein, wir wissen gar nicht, dass so einer da ist. Ja, worauf seid ihr denn getauft worden? Ihr glaubt doch an den lebendigen Gott und ihr glaubt auch an den Messias, den Johannes verkündet hat. Ja, wir sind auf die Taufe des Johannes getauft worden. Wir haben Buße getan, wir sagen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Aber das andere wissen wir nicht. Aha, ihr braucht Jesus. Ihr braucht die Gemeinschaft mit ihm. Und dann steht dort geschrieben, dann wurden sie getauft auf den Namen Jesus und sie nahmen ihn an und empfingen den anderen Tröster. Plötzlich waren diese 12 Männer Christen. Christen. Vorher waren sie noch auf dem Weg, auf der Suche, wie man Christ werden kann. Aber jetzt waren sie Christen, erfüllt mit dem Geist, der sie angeschlossen hat an die Ewigkeit. Sie begehrten die Gemeinschaft mit Gott. Ist es auch bei uns so? Jesus sagte zu seinen Jüngern, der Tröster kommt, ihr sollt mich sehen. Wollte er damit sagen, ich werde euch immer wieder erscheinen, so dass ihr mal einen Blick auf mich werfen könnt und ermutigt wieder weiterziehen könnt durch die Welt? Er meinte damit, ihr werdet mich erleben in der Kraft der Auferstehung, durch den anderen Tröster. Ihr werdet erleben, dass ich alle Tage bei euch bin. Liebe Geschwister, ich habe auch neu darüber nachgedacht, wie war es in der letzten Woche? Haben wir daran gedacht, dass Jesus jeden Tag bei uns ist? Wenn ja, dann haben wir ihm jeden Tag gedankt. Haben wir ihn gepriesen, dass er da ist. Und waren froh, dass er uns durch jeden Tag geleitet hat. Ich bin bei euch alle Tage. Das sind ja keine leeren Worte. Da, wo der andere Tröster Raum gewonnen hat, ist Jesus jeden Tag da. Und wir erleben dann diese Kraft seines Daseins, wenn er sagt, bittet, es wird euch gegeben. Ich bin doch da. Klopft an, dann wird euch die Tür aufgetan. Ich bin doch da. Oder wie es Petrus in 1. Petrus 5, 7 schreibt, werft doch eure Sorgen auf ihn. Er sorgt für euch, er ist doch da. Ich bin alle Tage bei euch. Das wollte er den Jüngern sagen. Ihr werdet den anderen Tröster empfangen. Ich bin da, jeden Tag. Und wir sollen uns daran erinnern, dass Jesus mit uns ist und ihn jeden Tag preisen und anbeten und Danke sagen, dass er da ist. Wir müssen nicht einen Tag allein durch diese Welt gehen.
obwohl wir versucht sind, das zu tun, weil die äußeren Umstände uns oftmals meistern wollen. Was Gott in Jesus verspricht, das hält er auch. Trost brauchen wir alle. Wir müssen uns aber auch trösten lassen. Der 13. König Judas war der Hiskia. Was erlebte er? Er war in eine Situation gekommen, wo er wirklich Trost brauchte. Er war krank, sehr krank, todkrank. Der Prophet Jesaja wurde zu ihm geschickt und es wurde ihm gesagt: Hiskia, bestelle dein Haus, du wirst sterben. Und was tat dieser Mann? Er kannte den lebendigen Gott. Er hat auch für ihn gelebt. Er betete zu ihm. Er flehte zu ihm, dass er doch vielleicht noch Zeit hinzubekäme. Er weinte vor ihm. Er wusste, wenn man zu Gott betet, dann kann man etwas geschenkt bekommen. Was passierte? Gott sandte Jesaja zu ihm und sagte dann: Dein Gebet ist gehört worden, deine Tränen habe ich gesehen, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre hinzulegen. Und als das geschah und Hiskia wieder gesund wurde, äußerte er sich darüber, wie auf der einen Seite er mutlos war, obwohl er doch die Verheißung Gottes kannte und zum Schluss die Erfüllung dieser Verheißung neu im Glauben zuließ und erlebte. Er sagt hier in Jesaja 38, ja, nun muss ich zu der Höllenpforte fahren in der Mitte meines Lebens, da ich gedachte, eigentlich noch länger zu leben. Nun werde ich nicht mehr sehen den Herrn, ja, den Herrn im Lande der Lebendigen. Nun werde ich nicht mehr schauen die Menschen bei denen, die ihre Zeit leben. Meine Zeit ist dahin und von mir weggetan, wie eines Hirten Hütte. Ich reiße mein Leben ab wie ein Weber. Er bricht mich ab wie einen dünnen Faden. Du machst mit mir ein Ende den Tag vor Abend. Ich dachte, möchte ich doch bis morgen leben. Aber er zerbrach mir alle meine Gebeine wie ein Löwe, denn du machst es mit mir aus am Tag vor dem Abend. Ich winselte wie ein Kranich und wie eine Schwalbe und girrte wie eine Taube. Meine Augen wollten mir brechen. Herr, ich leide Not, lindere mir's. Und dann bekennt er, ja, was soll ich denn sagen? Der Herr hat's doch zugesagt. Der Herr hat's doch zugesagt. Und er hat es auch getan, was er zugesagt hat. Ich werde in Demut jetzt vor ihm wandeln, alle meine Lebtage, nach solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, davon lebt ja kein Mensch, dass er Leben in sich, von sich aus spürt. Davon lebt man, dass Leben aus deinem Geist da ist. Denn du ließest mich wieder stark werden und machtest mich leben. Siehe, um Trost war mir zunächst bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich. Ja, um Trost war mir bange. Die Jünger suchten auch Trost. Herr, wann wirst du dein Reich aufrichten? Kommst du oder wie ist das? Ich brauche Trost. Der Herr sagt, bleibe, warte, du wirst den Tröster bekommen. Der wird dich leiten. Und liebe Geschwister, die wir Kinder Gottes sind, sollen uns auch darauf besinnen, dass wir uns nicht selber mehr leiten müssen, sondern geleitet werden dürfen. Uns darauf verlassen, dass Gott in Jesus Christus uns an die Hand nimmt und durch die Zeit führt, auch wenn wir ihn mit den physischen Augen nicht sehen. Wir dürfen das tun, was einst Mose auch tat, von dem es heißt, er hielt sich an den er nicht sah, als ob er ihn sah. Und das sagt Jesus,
Ihr werdet mich sehen. Ihr werdet mich erleben. Ich lebe, denn ihr sollt auch leben, echtes Leben, nicht dahin vegetieren im Genuss der materiellen Güter, die immer wieder eingeholt werden müssen, damit man ein Stück Freude daran hat, sondern echt leben sollt ihr. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, sagt der Herr, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat, sondern er lebt durch die Gemeinschaft mit dem Herrn, mit dem anderen Tröster. Glauben an ihn heißt bleiben bei ihm. Und sein Zuspruch lautet, fürchte dich doch nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin der Lebendige. Ich war tot, aber siehe, nun bin ich lebendig geworden und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes, spricht der Herr. Pulsiert diese Aussage des Trösters noch in uns? Alle sollen leben. Alle sollen gesättigt werden. Nicht nur in dieser Welt, sondern einst in Gottes Herrlichkeit. Der Herr will uns Frieden geben durch Reinigung von unseren Sünden. Unsere Seele soll satt sein und dankbar. Wir sollen immer wieder den Zuspruch zulassen, dass der Herr für uns sorgt. In einem Bild wurde gesagt, dass wenn eine Karawane durch die Wüste zieht und sehr lange da durchzieht und plötzlich Wassermangel hat, sondert man einen ab, den man vorausschickt, nach Wasser zu suchen. Wenn er eine Weile geritten ist auf seinem Kamel und man kann ihn gerade noch so sehen, schickt man einen zweiten hinter ihm her. Und hinter dem zweiten, wenn man ihn gerade noch sehen kann und hören kann, wenn er ruft, einen dritten. Wenn der erste nun Wasser gefunden hat, dann ruft er es dem zweiten zu. Hier ist Wasser. Der zweite dem dritten und der dritte der ganzen Karawane. Und so soll es auch dann in unserem Leben sein. Wir sollen durch den Heiligen Geist, so wir ihn empfangen haben oder empfangen wollen, Rufer in der Wüste sein, dass Menschen zu dem kommen, der ihre Seele speisen kann mit lebendigem Wasser. Ein Schüler des Apostels Johannes, Ignatius, er war Bischof von der Gemeinde zu Antiochien. Er selber sagte von sich und drückte das so aus, dass er Gottesträger sei. Und alle, die den Heiligen Geist empfangen haben, sind Gottesträger. Sie tragen ihn in sich. Er wollte damit zunächst zum Ausdruck bringen, dass gläubige Menschen nie darauf angewiesen sind, von außen bestimmt zu werden, sondern sie haben Gott in Jesus in sich. Sie sind Gottesträger. Und er wies darauf hin und sagt ja, wie es der Apostel Paulus ausdrückte, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, weil Gottes Geist in euch wohnt. Das müssen wir viel mehr realisieren. Unser ganzes Leben wird dadurch anders bestimmt, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Und dann wird hier in der Ausführung weiter gesagt, der Mensch, in welchem der Heilige Geist nicht ist und nicht in einem als Tempel Wohnung hat machen können in ihm, ist kein Christ. Dieser Mensch kann vielleicht gut sprechen
Er mag vielleicht Theologie verstehen, er ist doch nur von Natur ein fein gekleidetes Kind, aber kein lebendiges Kind. Er mag ein Mensch von großem Verstande sein und von wunderbarer Einbildungskraft und von so großer Seele, dass er in alle Geheimnisse der Natur eindringen kann. Er mag Pfade kennen, die das Adlerauge nie gesehen hat. Er mag in Tiefen eindringen können, die noch kein Sterblicher kennengelernt hat. Aber er ist trotz aller seiner Erkenntnis kein Christ. Er ist bei all seiner Forschung und Entdeckung kein Kind Gottes, wenn er nicht weiß, dass Gottes Geist in ihm wohnt und bei ihm bleibt ewiglich. Ihr sollt den anderen Tröster empfangen. Nur so werden wir Kinder Gottes und Geführte in dieser Welt. Wir sind nie mehr allein. Gott lässt niemand allein. Ich komme zu euch, spricht der Herr. Und das ist das, was uns dann bewegt zu dem Nächsten hin, wie es in Offenbarung 22 steht. Dieser Geist, der andere Tröster und die Braut, die gläubig geworden, sie rufen, komm. Und wer es hört, der fällt ein in dieses Rufen und sagt, komm. Und wer da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Bist du ein Gottesträger? Wenn nicht, dann darfst du ein Gottesträger werden, indem du dein Leben wirklich Jesus mit Haut und Haaren überlässt. Er will dich erfüllen. Er hat es verheißen. Er wird es auch tun. Wie es Hiskia sagte, um Trost war mir bange. Aber er hat es doch gesagt. Und er hat es dann getan, was er gesagt hat. Und das will er auch bei dir tun. So wie es in einem Lied heißt, Jesu Blut erlöst von Sünden, zahlt die Schuld. Halleluja. Seine Macht gibt neues Leben und sein Wort macht froh und frei. Eine Burg ist seine Gnade, eine Wonne sein Geheiß, es ist Licht auf seinem Pfade. Herrliche Freud in Ewigkeit. Jesus Christus will bei dir bleiben oder bei den anderen zu dir kommen. Öffne doch dein Herz. Gottes Wort ist Wahrheit. Es trifft ein, was gesagt ist. Bleibe nicht bei Himmelfahrt stehen, sondern lass dich beschenken durch Pfingsten, die Gabe des anderen Trösters, des Heiligen Geistes, der dich führt und leitet durch diese Zeit der Wirrnisse bis hin zu dem Platz, den Jesus Christus dir eingeräumt hat. Amen.